Gedönschen. Ja. Ich schnitzel die eine Runde. Ja. Mach hier noch ein bisschen Hackepeter. Hackepeter. Licht? Ja, ich mach Hackepeter. Aus Hackepeter wird Hacke später. Und sonst gehackt, was drin gehackt, dann wird auch gekackt. Genau. Fertig. Hup, gemacht. Ey, ihr. Arschlöcher. Ich vermehre mal Tiere. Ich mache hier wieder einen auf Wusterbauer. Genau, mach uns den Jesus. Nein. Jesus ging nicht über den Weg, er schwamm drüber. Ach nein. Und du könntest ja da hinten ausleuchten. Du kannst es. Nicht? Da kann ich mal schnitzeln. Weil kommt schon. Du brauchst nur weit gehen. Was machen wir denn eigentlich mit den ganzen Sachen, die wir hier so farmen? Überleben. Oh, nächste Schaufel kaputt. Oh, nur drei. Nee, vier. Alle, ich mag das irgendwie hier, das Level, also dieses Bauwerk, den wir hier angesiedelt haben. Finde ich irgendwie geil. Ja. Die Map ist cool, auf jeden Fall. Ja. Ah, jetzt regnet es hier auch noch, ha? Das ist ja uncool. Ja, können die Angler besser angeln. Ah, scheiß doch, aber die Viecher kriegen noch nicht ab. Stimmt. Weil Feuer schlecht. Also wir haben jetzt 10 Pumpkins. Also so, ich mach die nächste Ebene wieder. Vom Sand. Alles gerade. Und die nächste. Das regnet. Ach, nur so ein bisschen. Nee, hier gerade auch nicht, ey. Ich war schon wieder auf Stufe 8. Jetzt bin ich wieder in Stufe 4. Ich krieg hier alles, ey. Echt. Du brauchst nicht vor zwei Stufe 10. Werd hier wüterig. Und du, Paul, heißt. Maul halt. Richtig. Was brauchen wir denn für so ein Tränkeding? 64 Flaschen haben wir. Eine Blaze Rod brauchen wir, die haben wir noch gar nicht. Könnte auch schön alleine suchen, da halte ich mir raus. Nö, da habe ich auch keine Lust zu. Das ist mir zu heftig. Die hier zu schnetzeln. Dann nur mit Rüstung. Ja, weil wir noch keine gesehen haben. Da fängt ja erstmal an, ja. Was haben wir denn eigentlich mit der rechten Hälfte unserer Burg? Also das Haus sozusagen. Da wächst ein komischer Baum aus dem Haus raus. Das kommt ja nichts. Betten rein. Labyrinth. Ja. Naja. Ich repariere erstmal die Burg. Damit fangen wir schon mal an. Obwohl wir ja schon fast Bettendorf abgeschlossen hatten, das Stellen du schreist will ich haben. Nö. Nö. Das will ich nicht haben. Siehst du, so denken sie über dich, ey. Ohne Kack, ey. Der wird immer alles haben. Gar nicht wahr. Ja, wo sie ja eigentlich grundsätzlich jetzt gar nicht so falsch liegen, aber. Aber oh, ich hab vielleicht ein Inventar voller Sand. Bei mir hakt es immer noch, ey. Bei mir auch. Aber ich bin wenigstens froh, bis jetzt bin ich noch nie rausgeflogen mit, bewegt sich auch ab und zu mal. Ja, wieso ist denn Creeper gesprungen? Ach, hätte ich's mal nicht ausgesprochen, ey. Ja, dann weißt du doch, du hast doch immer so ein Talent dafür. Ja, ja. Jetzt guck mal, da hinten sieht's nach Regen aus. Wusch. Da war weg. Ey, nee, echt, da hätte ich schlagen können. Weißt du, da waren wir auf dem Weg irgendwie, ich glaub, nach Eisenach zu einem German Race Horse. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber auf jeden Fall, wir. Den ganzen Weg hingekommen, vorher noch Felder drin, ja, glaube ich. Und den ganzen Weg bis kurz vor Eisenach sind wir gekommen ohne Regen. Vor allem sitzt Klein Maria neben mir im Auto und sagt, oh, guck mal, da hinten sieht es nach Regen aus. Ich sag, psch. Ja, nächste Kurve, Regen. Und dann komplett der komplette Wochenende durch. Ja. Ist bei einem Open-Air-Event natürlich sehr schön. Ja. Ey, doch, so muss sowas doch ablaufen, Mann. Aber ohne Regen, bitte. Aber echt.
Oh. Naja, das Schlimmste war nur, dass unsere kompletten Sachen irgendwann durch waren. Das Zelt war durch. Alles war durch. Trotzdem. Ich weiß auch nicht, warum wir nicht im Auto geschlafen haben. Ja, weil das Mal war, wo wir ohne Auto da waren? Nee. Das war nicht wahr. Was weiß ich. Irgendwas war da. Wir werden schon irgendeinen Grund gehabt haben. Spawn, hast du was davon an? Ja. Brauchst du was? Ja. Und falls uns kein Grund einfällt, hast du halt ins Auto gesucht. Bei mir stockt es schon wieder. Wo bist denn du? Im Sandkasten. Ach, da hätten wir... Hast du nur ein, zwei Sekunden? Nee. Ja. Die letzte Schaufel ist angelaufen. Boah. War schon wieder weg. Was wollt ihr denn mit dem vielen Sand machen? Das wissen wir auch noch nicht. Und da war er schon wieder weg. Ich krieg die Motten. Jo, ich bin auf Stufe 2 wieder. Ich war ja erst auf Stufe 9. Ey, diese Creeper geben mir ja so einen Keks, ehrlich. Also ich bin Stufe 11. Ah, oh, guck mal. Ich hätte nicht geschossen, so scharf. Keiner. Na gut. Aber warum stockt denn das so doll bei mir jetzt immer? Warum komme ich denn nicht mal mehr 10 Minuten ohne Stocken klar? Nächste Frage. Kuckuck. Hoffe ich nicht. Ich bin kein Zombie, hoffe ich nicht. Was ist hier draußen los? Übrigens, Bo, ich habe die letzte Schaufel im Gepäck. Hast du wie viele verbraten? 11. Boah. 9 Boah. Stein und 2 Holz. Also. Und einige Stacks. Dann. Na, davon bin ich eigentlich ausgegangen, dass du die hast. Was wollt ihr denn machen? Sandstein oder was? Keine Ahnung. Das ist wird wieder Spaß mit Enderman. Dann wird ihn nicht erinnern, wer noch da. Ist einer. Warte, ich zünd durch einen Einzelnen. Warten. Zünd doch hoch an. Mein Schwert zündet ja auch an. Achso. Bogen gespannt. Wer will, wer will, wer hat noch nicht? Will, lass mich in Ruhe. Ich schieße einfach mal in die Luft. Was mich natürlich mal interessieren würde, ist, wenn du so ein Ding, so ein Pfeil in die Luft schießt, ne? Dann stell dich doch einfach mal neben mich. Nee. Ja, ich komme ja irgendwann wieder zurück, aber auch direkt mal wehtun. Stimmt. Also auf dem meinen Kreativserver habe ich schon ausprobiert. Das hat funktioniert. Habe ich von oben nach unten geschossen. Die Viecher sind gestorben. So, ich bringe erstmal Sand nach Hause. Wo geht's hier nach Hause? Bodyguard, wo bist du? Bin sofort da. Ich seh's. Ich glaub mich hier gerade noch mit Schleimbobels. Ein Creeper und so ein Zeug. Ja, ja. Soll ich dir helfen? Bin eigentlich gerade so ein bisschen am Leveln. Schnetzel. Da liegt noch ein halbtoter. Neo? Ja. Dein Fisch wird so, oder deine Angel wird so nichts fangen, wenn die da an der Wand drinne hängen. Das sagst du. Hilf ihm doch mal, ne? Ich bin aber nicht mit der Wand. Genau, gut, mal ist, genau. Einmal die Quelle für Mühe. Ja, wird schon schief gehen. Jo, kann ja nur, wa? Jo. Ach, da ist ein Slime. Ganz cool. Lass mich rein! Brauchen wir so viel von. Ja. Meine Güte, ich bin in der Farm die ganze Zeit. Ich mach nichts anderes wie Farm. Warum denn bitte? Oh, hier ist ja eine Kaktusfarm. Yep. Willst du noch mehr haben? Ich hab noch haufenweise Sand. Siehst du, da ist man mal eine knapp eine Stunde nicht da und schon ist hier alles irgendwie anders. Willst du nicht lieber eins höher hängen, Steffen? Ja, ich hab überlegt, ob ich eine automatische draus mache, aber wozu? Aber es ist doch besser, wenn die eins höher, weil sonst kriegst du immerhin gepiekst. Ja, können wir machen. Machst du eins höher, komm her.
Genau, komm her. Alter, wie viel? Ich hab ja genügend. Ey, wie viel Knochen haben wir zum Henker? Das ist ja der Hammer. Ey, du hast jetzt zu weit gebaut. Das waren nur 3 Reihen. Ich hab noch mehr. Hör doch auf, was soll man damit? Warum langst du die Kaktus? Kaktuswald. Er ist doch symmetrisch. Symmetrisch? Ja. Ey! Das reicht. Noch die 4. Ich hab keinen Kaktus mehr, Bus. Ich hab nur noch 2. Spawn hat 33. Passt schon. Na gut. Dann schmeiß ich mal den Sand in die Hütte. So, wo ist Sand? Können wir jede Menge Sandstein auch draus machen. Unten in der Kiste. Unten rechts. So. Alle. Alter. Rippel viel. Zum Glück übertreibt man ja hier nicht, ne? Kaktusse. So, ich brauche eine neue Aufgabe. Du hast eine neue Aufgabe. Sand holen. Noch mehr! Durch das ganze Plateau weg. Hey, guckst du mal bitte in die Sandkiste? Hey, hier geht der Sand weg. Wir brauchen erstmal absolut keinen Sand mehr. Na. Gleich schon. Nein, gut, schon auf. Was sind das für Geräusche? Ich hab Angst. Das ist irgendein Mikro. Und da ich es auch höre, ist es nicht mein. Ich baue die ganze Zeit schon Stone Bricks, damit ich hier diese Burg mal ein bisschen reparieren kann. Warum willst du die reparieren? Wir müssen doch unsere eigene bauen. Oder was holen wir? Sollten wir die nicht auch reparieren? Wir sollten das Dorf wiederherstellen. Oh, warte mal, ich bin hier gerade mal ein bisschen am Farmen. Dann kann ich ja hier reparieren. Heb dir die Steine auf für unsere Festung. Jawohl. Hat jemand Bone Meal einstecken? Ich. Mach, ansonsten mach die doch einfach weg. Sind wir noch da? Ich muss aber heimlaufen. Oh. Du hast ein Feld vergessen. Ja, das ist. Achso, hast du umgegraben, alles klar. Hab eine Hacke mit. Gut, dass wir nicht so viele Stickies haben. Nee. Dann müssen wir echt mit haushalten. Und den Zaun bauen. Ganz ehrlich, bin ich gerade am Überlegen, ob wir die Weidefarm nicht automatisch machen, also mit Wasser und Pistons. Wäre ja kein Problem, wir reisen sie ab und machen eine neue. Ist ja hier nur, das war ja nur die ersten Versuche hier. Wir können sie ja irgendwo anders hinbauen, an irgendeine Wand. Ja, warum ja? Aber wir haben doch gar keinen Redstone. Ah, stimmt, süß, da war der Haken. Ja gut, ich mal zum Notfall nehmen wir eben halt den Redstone, der hier schon liegt. Den haben wir doch schon eingesammelt. Ja, wo ist der? Dann muss der irgendwo liegen. Dann haben wir ja Redstone. Warum machst du eigentlich so viel Weizen? Wir haben tonnenweise Weizen doch in der Kiste. Das ist alles schon verarbeitet. Das ist alles schon zum Brot da geraten. Ach, so viel Brot fressen wir doch niemals. Ja, dann mach weg. Mach weg den Scheiß. Komm, wir bauen hier hinten irgendwo eine hin. Da ist das Ding. Wo bauen wir die jetzt hin? In irgendeine andere Ecke. Hier hinten in die Ecke. Außerdem haben wir saumäßig viel Knochen. So werden wir die wenigstens mal halbwegs los. Wo denn? Hier sind ja keine Knochen. Na, in der Mobkramkiste müssten eigentlich noch Knochen sein. Ja, keine. Echt? Ja. Dann haben wir noch 32 Stück, das sind die, die ich dabei habe. Also brauchen wir keinen Redstone, wir machen uns einen Schalter und machen hier in die Ecke Wasser und dann fließt er in alle Richtungen. Das, ja, das war ja dann auch meine nächste Idee. So, das reicht dann auch.